Morgen im Kindergarten werde ich meine Zunge den Jungen in den Hals stecken. Auf jeden Fall, Leute, geht es im Meteor 60 Seconds darum, dass ein Meteorit auf die Erde stürzt und wir nur noch ein paar Sekunden haben, irgendwas zu tun, was wir tun wollen. Ehrlich gesagt habe ich selbst nicht so viel Ahnung davon, aber ihr werdet in dem Video wahrscheinlich den besten Überleber aller Zeiten sehen. Ich meine, ich bin halb schwarz, halb weiß und überlebe in Deutschland. Das funktioniert. Ich meine, hier bin ich der Ausländer und wenn ich nach Afrika fliege, bin ich da der Ausländer. Ich kann gut überleben. Gott, ich laber so eine Scheiße gerade. Ich glaube, ich habe schon viel zu viel geredet. Wir starten jetzt einfach mal randommäßig das Spiel. No loading. Aktuelle Nachricht. Die NASA hat soeben mitgeteilt, dass ein Meteor gleich mit der Erde kollidiert und diese dabei zerstört. Erstaunlicherweise bleiben uns nur noch 60 Lebens... Was? Erstaunlicherweise bleiben uns nur noch 60 Sekunden Lebenszeit laut der NASA, bevor die Erde zerstört wird. Was habe ich da gerade gesagt? Ich habe nur noch 60 Sekunden. Verdammt, ich wurde doch heute erst zum Nachrichtensprecher befördert. Es hat mich 20 Jahre gekostet, in diese Position zu kommen. Was auch immer. Jetzt kann mir meine ganze Karriere auch egal sein. Oh, was zur Hölle? Zieh dich an, du Hippie. Scheiß aufs Leben. Was? Ist es wahr, dass die Erde zerstört wird? Ich kann es nicht glauben. Was soll ich nur mit den verdammten letzten 60 Sekunden meines Lebens anstellen? Kann ich jetzt machen, was ich will? Selbst wenn es illegal ist? Wie wäre es einfach, einen Apfelbaum zu pflanzen? Verdammt nochmal! Ich habe noch nicht einmal Zeit, darüber nachzudenken. Los geht's! Okay, was genau soll ich jetzt tun? Ich habe 60 Sekunden Zeit. Ich denke mal, ich bin der Typ mit dem blauen Shirt und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was wir tun sollen. Wir können hier... Oh mein Gott, wir können Leute schlagen oder küssen. Ich denke, was zur Hölle ist das, der Nachrichtensprecher? Den küssen wir. Der hat ein bisschen Liebe verdient. Komm schon, du bekommst Liebe von... Oh mein Gott, ich bin... Oh, da ist eine nackte Frau. Was zur Hölle? Lass mich bitte nochmal ganz kurz zurück in die U-Bahn gehen. Oh Gott, ich habe die nackte Frau geschlagen und die beiden schlage ich auch. Ich meine, Leute, ihr habt noch 30 Sekunden zu leben. Tut doch irgendwas Anständiges. Anstatt euch zu küssen und zu hauen. Obwohl, ich bin ja auch nicht gerade viel besser, aber hier kommen wir nicht weiter. Anscheinend werden wir sogar festgehalten in den letzten Sekunden unseres Lebens. Warte mal, ich probiere diese Frau jetzt zu küssen. Es tut mir leid. Oh Gott, es tut mir leid. Und der Mann tut gar nichts, der sitzt da einfach nur daneben. Was zur Hölle? Ich meine, ein schwarzer Mann hat gerade seine Frau geküsst und er macht einfach nichts. Oh. Das war's mit der Erde. Wow, das ging schnell. Schlussendlich bin ich tot. Es war ein gutes Leben. Ich sehe eine weiße Landschaft. War klar, dass sie weiß ist? Mhm. Was soll das sein? Der Himmel? Ist es das? Du bist fertig. Wach bitte auf. Uff, wo bin ich? Wir haben soeben deinen Persönlichkeitstest mit ihnen durchgeführt. Sie befanden sich in einer virtuellen Realität. Hä? Virtual Reality? Also wurde die Erde gar nicht zerstört? Das ist richtig. Unsere neueste Technologie ist wie aus dem Film Matrix. Sie ermöglicht ihnen, ein virtuelles Leben in kurzer Zeit zu erleben. Durch die Analyse ihres Verhaltens können wir präzise Rückschlüsse auf ihren Charakter ziehen. Hm, eigentlich sollte ich dir das auch sagen. Deine Familie hat diesen Test auf dem Bildschirm verfolgt. Was? Okay. Ist das wirklich meine Familie? Der eine hat keine Haare? Okay, das passt. Die eine hat braune Haare und die andere hat pinke Haare. Was zur Hölle ist das für eine Familie? Mutter, meine Freundin Alina und mein 5 Jahre alter Neffe. Habt ihr mir alle zugesehen? Sohn, warum hast du all diese Männer geküsst? Oh Gott. Mama, ich schwöre dir, es ist nicht das, wonach es aussieht. War dir das Wichtigste, was du in den letzten 60 Sekunden machen wolltest? Aber Mutti ist doch immer für dich da. Nur Mut, ich unterstütze dich. Oh Gott, Mama, ich bin nicht schwul. Also, du warst schwul die ganze Zeit. Es muss schwierig gewesen sein, das zu verbergen. Du hättest mir das früher sagen sollen. Dann hätte ich meine Zeit nicht an dich verschwendet. Oh Gott, leb wohl. Onkel, ist es wirklich so toll, Jungs zu küssen? Ich bin neugierig. Funktioniert das so? Schmatz, schmatz, schmatz. Schlabber, 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 schlabber. Morgen im Kindergarten werde ich meine Zunge den Jungen in den Hals stecken. Die Untersuchung ist zu Ende. Wir haben ein unerwartetes Ergebnis. Um Ihnen die Wahrheit zu sagen... Ich bin auch vom anderen Ufer. Oh dear, gehen wir mal auf ein Käffchen. Oh mein Gott! Coming out wurde deiner Liste hinzugefügt.
Was zur Hölle war das schon das Spiel? Das kann doch nicht wirklich dein Ernst sein. Deine Liste. Ach so, es gibt noch mehrere Sachen, die man freischalten kann. Ich denke mal, beim nächsten Weg probiere ich nicht ein einziges Mal einen Typen zu küssen. Das wird mir zwar schwerfallen, aber Leute, ich probier's. Die Geschichte kennen wir jetzt ja schon. Das Ding ist, ich glaube, ich probiere jetzt nur noch Leute zu schlagen, keinen einzigen mehr zu küssen. Wir probieren einfach mal ein aggressives Ende hinzubekommen. Selbst diesen nackten Nachrichtensprecher, der muss auch sterben. Es tut... Oh, ein verdammt riesiger Hund. Oh mein Gott. Nur um das zu sagen, Leute, ich würde sowas niemals im echten Leben machen. Ach du Kacke, was habe ich mit dem armen Hund getan? Aber das Ding ist, ich möchte halt wirklich diese Runde einfach jeden einzelnen schlagen für den Erfolg. Vielleicht für die Liste. Ah! Okay, ich weiß nicht, ob ich diesen Hund schlagen soll, aber ich probiere es einfach mal. Es tut mir wirklich... er schlägt zurück. Kann ich den trotzdem weghauen, ist die Frage, oder ist er stärker als ich? Ich glaube ehrlich gesagt, er ist stärker als ich. An dem Typen komme ich doch niemals vorbei. Ich meine, guckt euch an, wie bullig und weiß der ist. Oh Gott, wir haben nur noch 3 Sekunden Zeit. Mal sehen, was mein Persönlichkeitstest diesmal ergibt. Diesmal bin ich auf jeden Fall nicht schwul. Die Zeit ist um. Ja, ich weiß, der Meteorit schlägt ein. Hä, virtuelle Realität? Okay, okay, das ist richtig. Unsere neuesten Tests. Ja, halt die Klappe. Wo ist die Familie? Mein Sohn, ich hätte nicht gedacht, dass du einer von dieser Sorte bist. Du bist Abschaum, wie kannst du dich selbst noch Mensch nennen? Oh Gott, es tut mir leid. Bist du ein Psychopath? Ich kann es nicht fassen, dass du Leute getötet hast. Ich denke, wir sollten uns trennen. Oh mein Gott. Onkel, warum hast du gelacht, als du Menschen getötet hast? Hat dir das Spaß gemacht? Nein! Ich möchte so ein cooler Mörder sein wie du, wenn ich groß bin. Was zur Hölle habe ich angestellt? Oh mein Gott. Aber wir tun es nur für den Listeneintrag. Aber ich glaube, das ist das schlechteste Ende, was du bekommen kannst. Mörder wurde deiner Liste hinzugefügt. Ist, oh mein Gott. Ich wollte kein verdammter Mörder sein. Es tut mir leid. Was können wir noch machen? Bestimmt irgendwas mit diesen Hunden. Was passiert, wenn ich dem einen Kuss gebe? Oh, er verfolgt mich, was zur Hölle, aber hier ist eine Mülltonne im Weg. Die boxe ich jetzt mal weg. Kann ich den Hund nicht theoretisch zum anderen Hund bringen und dem auch einen Kuss geben? Oh, warte mal, es hat was gebracht und jetzt warte ich einfach nur 40 Sekunden ab und mal sehen, ob das irgendein Ende ist, weil ich möchte jetzt niemanden mehr schlagen oder küssen, weil vielleicht das Ende das so geändert werden kann. In der Zeit erkunde ich ein kleines bisschen die Welt. Danger. Es geht hier nicht mehr weiter. Okay, das ist anscheinend das Ende der Map. Wir haben in dieser Runde nur 2 Hunde zusammengefügt. Mehr haben wir nicht getan. Das ist mein Sohn. Ich bin so stolz auf dich. Ich wäre sehr enttäuscht gewesen, wenn du den anderen etwas angetan hättest. Ich bin so erleichtert, mein Liebling. Ich glaube, es ist besser, nichts zu tun, als in dieser Situation. Wenn ich du wäre, hätte ich auch nichts getan. Genau das, was ich von meinem Freund erwarte. Diesen Test zu machen, war eine gute Idee. Kisha, oh Gott, wir haben das positive Ende. Theoretisch mussten wir gar nichts tun dafür. Neffe, Punkt, Punkt, Punkt. Langweilig. Warte mal, das heißt, unser Neffe war die ganze Zeit der Psycho und wir sind theoretisch gar nicht der Psycho? Deine Liste, wie viel haben wir jetzt? Co-Suizid, man kann Selbstmord machen. Meteorexplosion. Held, was haben wir jetzt? Wir haben 3 Sachen. Ich denke mal, eine Sache holen wir uns doch, und zwar den Co-Suizid. Willst du einen Hinweis? Ja. Du kannst eine Atombombe beim Nukleallabor im Westen bekommen. Die Bulldogge kannst du ablenken und ein Weibchen dazu holen. Also habe ich richtig verstanden. Ich soll eine Atombombe aktivieren, bevor der Meteorit einschlägt. Okay. Das ist Selbstmord, bevor man sowieso stirbt. Das heißt, ich küsse jetzt diesen Hund, schlage die Tonne schnell weg. Komm schon. Küsse den anderen Hund. Das heißt, die beiden lieben sich. Obwohl, was zur Hölle? Du hast mich geschlagen. Und jetzt kann ich irgendwie eine Bombe aktivieren. Aber wie genau soll das funktionieren? Ich weiß es nicht. Was zur Hölle? Weiter kann ich ja nicht gehen. Ich habe hiergegen schon geschlagen und gegengeküsst. Vielleicht soll ich die Wissenschaftler schlagen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Oder warte mal. Der Typ kann eventuell auf mich schießen. Obwohl, das tut er ja gar nicht. Ich habe ihn nur umgebracht. Oh Gott, ich habe eine Waffe. Was zur Hölle? Können wir jetzt... Okay, ich denke mal, wir haben es geschafft. Was zur Hölle? Was passiert hier? Yo, wir haben die Erde selbst kaputt gemacht. Ich möchte mal ganz kurz sehen, was meine Eltern dazu sagen, weil das kann nicht gut sein. Mein Sohn, ich denke, es war eine gute Idee, diesen Persönlichkeitstest zu machen. Ich stimme zu, wäre es nicht eine gute Idee, ihn von der Gesellschaft zu isolieren? Er ist der Typ von Mensch, der andere quält, wenn er selbst in Schwierigkeiten steckt. Eine Atombombe zu zünden, um alles menschliche Leben auszurotten, das ist krank. Onkel, hast du gedacht, es wäre das Beste, uns alle zu töten, da wir so oder so gestorben wären? Später mal werde ich genauso wie... Oh mein Gott! Der Neffe ist der Schlimmste. Später mal werde ich genauso wie du Menschen mit mir in den Tod reißen, Onkel. Co-Suizid, oh mein Gott, okay. Ein Erfolg, auf den man nicht stolz ist. Aber Leute, ich denke mal, ich beende jetzt hier die Folge. Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt Hashtag mehr in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abo und Like nicht vergessen. Und bis dahin. Ciao, ciao.